Gestatten Joanna Rohrbeck. And my music's ready. So let's stop talking and do some walking. Auch wenn es sogar auf den zweiten Blick unwahrscheinlich wirkt, dieser Dame ist der neueste Netzhit gelungen. Ihr Video verbreitet sich gerade viral quer durch Nordamerika. Worum geht es? Nun, die 61-Jährige hat diese neue Fitnessmethode erfunden. Prancercise. Hüpfen nach Vorbild eines Pferdchens in mehreren Schwierigkeitsstufen. Okay, now we're gonna step up the pace a little bit with the Prancercise trot. Während die eine Hälfte der USA darüber rätselt, ob Frau Rohrbeck das ernst meint, auf Tänzeln und Brechen berühmt werden will oder einfach nur durchgeknallt ist, hat sich die andere Hälfte bereits daran gemacht, Parodien ins Netz zu stellen. Mit stylischem Pferdekopf zum Beispiel oder mit lustigem Kopfschmuck und bemalter Kokosnuss in der Hand. Prancercise hat eine Flut von Videoreaktionen à la Gangnam und Harlem Shake ausgelöst. Die Erfinderin hat in einem Interview behauptet, sie habe Prancercise schon vor 25 Jahren erfunden, doch es habe keinen interessiert. Dann stellte sie im Dezember ein Video davon ins Netz mit Verweis auf ihre Website. Nichts passierte. Doch wie es in der virtuellen Welt oft so ist, plötzlich rollte die Klicklawine. Mehr als 5 Millionen YouTube-Hits hat Prancercise inzwischen. Die USA sind eben auch das Land der unbegrenzten Dämlichkeiten. The basic moves will be about the same. So get out there and have some fun.